Hallo liebe Schüler, heute erkläre ich euch, wie das Erweitern und Kürzen von Bruchtermen funktioniert. Wir merken uns, Bruchterme werden erweitert, indem man Zähler und Nenner mit dem gleichen Term multipliziert. Also es funktioniert wie das Erweitern von Brüchen. Obacht! Bei Summen und Differenzen müssen Klammern gesetzt werden. Schauen wir uns Beispiele an. Beispiel A. Erweitere den Term 2 durch 3x mit dem Term x plus 1. Wir haben hier eine Summe, also müssen wir Klammern setzen. Und jetzt müssen wir den Zähler und den Nenner mit diesem Term mal nehmen. Also Zähler mal die Klammer und Nenner mal die Klammer. Und jetzt ganz normal ausmultiplizieren. Wer das nicht mehr kann, schaut sich mein Video dazu an. Wir rechnen also 2 mal x ist 2x, 2 mal 1 ist 2, 3x mal x ist 3x hoch 2 und 3x mal 1 ist 3x. Beispiel B. Erweitere den Term 4x minus 4 durch 8x minus 3 mit dem Term x plus 2. Wir haben wieder Differenzen und Summen, also müssen wir Klammern setzen und wir müssen den Zähler mal den Term rechnen und den Nenner mal den Term. Jetzt müssen wir Klammern ausmultiplizieren. Wer das nicht mehr kann, schaut sich mein Video dazu an. Wir rechnen also 4x mal x ergibt 4x hoch 2, 4x mal 2 ergibt 8x, minus 4 mal x ist minus 4x und minus 4 mal 2 ist minus 8. Und im Nenner 8x mal x ist 8x hoch 2, 8x mal 2 ist 16x, minus 3 mal x ist minus 3x und minus 3 mal 2 ist minus 6. Jetzt können wir noch zusammenfassen. 8x minus 4x sind 4x und 16x minus 3x sind 13x. Kommen wir zum Kürzen. Wir merken uns, Bruchterme werden gekürzt, indem man Zähler und Nenner durch den gleichen Term dividiert, also genauso wie bei Brüchen. Dazu müssen Zähler und Nenner zuerst in Faktoren zerlegt werden, oft mit Hilfe der binomischen Formeln oder durch Ausklammern. Schauen wir uns das Beispiel an. 6x plus 2 durch 9x hoch 2 plus 6x plus 1. Jetzt Obacht, der häufigste Fehler ist, dass die 6x rausgekürzt wird. Aber wir können uns Folgendes merken, nur die Dummen kürzen bei Summen. Das heißt, kommen Plus oder Minus vor, darf ich nicht einfach einzelne Summanden rauskürzen, sondern ich muss erstmal in Faktoren zerlegen. Den Zähler schauen wir an, den können wir ausklammern, nämlich 6x plus 2 ist 2 mal, Klammer auf, 3x plus 1. Wer das Ausklammern nicht mehr kann, schaut sich mein Video dazu an. Und der Nenner ist die erste binomische Formel, also 3x plus 1 in Klammern hoch 2. Und dieses hoch 2 bedeutet ja, dass die Klammer mit sich selbst mal genommen wird. Und jetzt haben wir Faktoren gegeben, jetzt können wir rauskürzen. Diesen Faktor oben mit diesem Faktor unten. Und das Ergebnis ist 2 durch 3x plus 1. Beispiel B. X hoch 2 minus 4x plus 4 durch x hoch 2 minus 4. Wir schauen wieder, können wir ausklammern? Das geht hier nicht, aber wir können die binomische Formel anwenden. Im Zähler ist es die zweite binomische Formel, nämlich x minus 2 in Klammern hoch 2. Und im Nenner können wir die dritte binomische Formel anwenden. X plus 2 mal x minus 2 in Klammern. Im Zähler kommt die Minusklammer doppelt vor durch das hoch 2. Und im Nenner einmal, also können wir die Minusklammer oben einmal rauskürzen und unten einmal. Endergebnis x minus 2 durch x plus 2. Hat euch das Video geholfen, würde ich mich freuen, wenn ihr mich abonnieren und weiterempfehlen würdet. Bis bald!